Hi, I'm Alexis, Texas, and I'm Hallo, ich bin Alexis, Texas und ich bin auf der CIMA 2015. Bisher ist mein Lieblingsstück diese originelle Luftmatratze, auf der ich gerade sitze. Was ich am liebsten mag, sind diese Restomats. Solche Mid-60er Corvettes mit modernen Modi und modernen Bremsen. Ja, diese Restomats mit den modernen Performances und modernem Handling im alten Design, die mag ich wohl am meisten. Ich wurde gefragt, ob ich sagen könnte, was mir hier am besten und am wenigsten gefällt. Also mache ich das mal. Diese Lifted Trucks hier sind wohl die lächerlichsten Autos, die ich je gesehen habe. Das meiste dieser Funktionen geht noch nicht mal. Die fahren nicht richtig und die verbrauchen auch noch einfach viel zu viel. Es macht noch nicht mal richtig Spaß, die zu fahren. Das ist so, als würde man einem Lamborghini den starken Motor rausreißen und mit einem sparsamen Eco-Motor ersetzen. Mein Lieblingsauto dieser ganzen CIMA ist dieser kleine VW Käfer hier, denn es ist ein Rennauto. Er hat sogar 119 PS. Der fährt wohl 75, 76 Meilen die Stunde. Das ist das einzige Auto hier, das tatsächlich gut performt. In this vicinity that actually performs well. Hi, I'm James Smith. Hallo, ich bin James Smith, Stuntfahrer aus Hollywood. Ich habe zum Beispiel bei Transformers mitgespielt. Ich hatte außerdem auch die Möglichkeit, an dem Video hier hinter mir mitzuarbeiten. Das ist auch der Grund dafür, warum das Fahrzeug hier direkt hinter mir den Anfang ganz oben auf meiner Liste der Tops der CIMA macht. So, bei diesem Fahrzeug bin ich mir nicht sicher, ob es das schlimmste Auto ist, aber es ist definitiv das frechste. Ich bin dabei herauszufinden, was es ist und für was man es überhaupt braucht. Es ist tatsächlich irgendwie auch ein bisschen moderne Kunst. Wahrscheinlich wurde es von einem Künstler geschaffen. Also ich kann nicht sagen, dass es das schlechteste Auto hier ist, aber ich fühle mich einfach nicht sicher in diesem Fahrzeug. Mein Top der Messe hier auf der CIMA, Rauwelt-Tuning von Akira Nakai, einem Japaner. Der wird zu Recht als Künstler gehandelt. Ich finde richtig gut, was der hier aus dem Porsche 911 alles macht. Das ist richtig, richtig dreckig aus, kann man schon sagen. Badass-Style für einen Porsche 911. Das ist hier dran genietet, super Style. Und das Schöne ist, wenn ich damit jetzt in Hamburg unterwegs wäre, ne, wo die ganze Schickimicki-Szene hier schön auf dem Porsche 911 abfährt, die würden schreien, wenn sie das Ding sehen. Und genau das gefällt mir eben daran. Der fällt auf, das ist ein ganz anderer Stil. Richtig, richtig gut. Mein Top der Messe, Rauwelt-Tuning von Akira Nakai. Geiles Ding. Und das ist jetzt das ganz Schlimme. Wenn viele Leute an Tuning denken, dann denken sie an sowas hier. Also ich kann es ehrlich gesagt gar nicht mehr sehen. Diese einfach nur bescheuert großen Felgen, das ist eine Lachnummer, darüber lache ich. Gefällt mir kein bisschen, das ist auch nicht mehr Tuning. Wir haben auf der Messe hier so abgefahrene und wirklich schicke Sachen gesehen, wo sich die Leute viel Mühe geben, was wirklich teuer ist, edel aussieht und richtig, richtig gut gemacht ist. Das bringt Tuning irgendwie in so eine Ecke, wo man einfach nur sagt, das ist ein Zirkus, Halligalli. Gehört überhaupt nicht mehr hierher, ist total überflüssig, weg damit. Mein Favorite hier auf der Messe, das ist dieser Bronco. Warum? Weil ich gerade das Tuning bei alten Autos extrem wichtig finde, ist, dass man da dezent vorgeht. Ne? Und wenn man sich den von Weitem so anguckt, dann fällt es am Anfang gar nicht auf, dass da viel gemacht wurde. Wenn man aber genau hinschaut, dann sieht man, mit wie viel Detailliebe hier gearbeitet wurde. Auch, dass da ein bisschen was am Motor gemacht wurde. Hier haben wir einen 5-Liter-Eimer drin. Und wenn man dann hier hinten rumgeht, dann sieht man auch, dass da viele neue Elemente eingebracht sind. Hier zum Beispiel der Spiegel ist natürlich überhaupt nicht aus der Zeit, ist aber so dezent, dass es halt das alte zeitliche Design schön wieder aufnimmt. Auch hinten, wenn man da reinguckt, viel Aluminium, hier Sportlenkrad, Sportsitze, aber ohne die alte Schönheit des Fahrzeugs kaputt zu machen. Und das ist das Wichtige, wenn man alte Autos tun, Freunde. Nicht alles immer kaputt machen hier. Hier steht ein wunderschön zurechtgemachter alter VW Bulli, aber unfassbar mein Flop der Messe. Warum? Hier, weil der Kopf kürzer ist. Unglaublich, da steckt man so viel Liebe und Arbeit ins Detail und macht den eigentlich total schick.
und macht ihn einfach mal einen Kopf kürzer, indem man ihn auf solche kleinen Puschen stellt und ihn komplett runterzieht. Das ist genau das, was ich meine. Du sollst doch solche schicken alten Autos, historischen Fahrzeuge nicht komplett kaputt tunen. Und genau das ist hier passiert. Der Jan, der Kameramann, wird mir widersprechen, ne? Aber stimmt ja gar nicht. Aber das ist nämlich auch Tuning, ne? Andere Meinung. Und ich habe recht in diesem Fall. Ja, dann sagt das doch, ne?